Klaus Johnson gehabt. Ja, unvorstellbar. Ich traue ihm auch zu, dass er kämpft hat, dass er hier mitlaufen kann. Und das hat er auch gemacht, das demonstriert er. Achim Walcher. Starke Vorstellung. Wirklich, die Österreicher mit Botvinnov, mit Stadlober, mit Walcher. Auch in der Geschlossenheit über die 50 Kilometer eine Demonstration ihrer Stärke. Hast du eine Strategie, hast du eine Philosophie, kannst du manches erreichen, auch mit Athleten, die nicht mehr ganz jung sind. Siehe Botvinnov, siehe Walcher, siehe Stadlober, siehe Gantler. Man muss nur wissen, wo man hin will, braucht einen Trainer, der das kompromisslos umsetzt wie Walter Mayer, und dann geht vieles. Da kommt er auf die Zielgerade und das ist schön, dass er diesen Beifall auch genießen kann. Ein ruhiger Vertreter seiner Zunft, und seine Freundin Maria wird sich ganz besonders freuen, die übrigens auch geträumt hat. Was hat sie denn geträumt? Sie hat geträumt, dass sie eventuell weiterlaufen würde. Das könnte ich bei der Maria mir gut vorstellen. Gerade wenn der Achim, der Freund, weitermacht und jetzt hier auch mit dieser Top-Platzierung unter den ersten 10. Also gratuliere euch Achim Walcher. Das ist eine ganz, ganz starke Vorstellung. Er ist 10. und von diesem 10. Platz kann ihn doch jetzt gar keiner mehr verdrängen. Das müsste eigentlich der Abgesang schon fast gewesen sein. Wer soll da noch vorbeilaufen? Da gibt es doch keinen. Na, unmöglich. Nein, da kann keiner mehr vorbeilaufen. Also dazu ist dieser 50 Kilometer Marathon zu harmonisch verlaufen, was die Abstände angeht. Da haben wir es. Müllele, Ferpalu, Botvinnov, Johnson, Stadlober, Skjeldal. Bester Norweger, also ein 6. Willisov. Dann Estil, Bergström, Achim Walcher. Harry Kirmes, Nemi, 13. 14. vor Isometsi. Klasse Leistung von Harry. Und der beste Japaner, 16. Das ist, glaube ich, für die Japaner auch eine kleine Überraschung, dass er so weit vorne ist. Bester Spanier, 17. Bester Schweizer, Beat Koch, 18. Andreas Schlüter, 23. Naja, gibt es einiges auszuwerten, trotz alledem. So, eigentlich können wir jetzt einen Schluck Tee gebrauchen. Es gibt aber keinen, dafür gibt es eine kurze Werbeunterbrechung. So viel zu sagen gibt es nicht mehr. Der schwedische König unterhält sich mit Niklas Johnson, dem Bestplatzierten. Also seine Anwesenheit war zumindest kein schlechtes Omen. Und wir, Schlicki, sind eigentlich alles losgeworden, was wir loswerden wollten. Zeit genug hatten wir ja während der 50 Kilometer. Und jetzt passierte nichts mehr. Jetzt könnte man getrost hier sagen, das war's. Aber man wartet natürlich mit der Siegerehrung, bis die Letzten im Ziel sind. Und das dauert nur noch. Denn dadurch, dass die rote Gruppe eingebettet war in das Starterfeld, dass die in der Mitte gelaufen ist, hat man den Effekt, dass hier hinten jetzt nur noch Langeweile ist. Die wird verkürzt durch das Einspiel der Zeitkundenstudie des Meisters aller Klassen, Mika Müllele. Weltmeister über 30 Kilometer. Weltmeister über 10 Kilometer. Weltmeister über 50 Kilometer. Schlicki, vor Ehrfurcht kriegst du den Mund gar nicht mehr zu. Also das, man muss wirklich sagen, das sind Müllele-Spiele. Und ich habe heute gedacht, wie heute Morgen mir die finnischen Kollegen gesagt haben, na, heute ist wieder Müllele-Favorit, habe ich gesagt, wieso, es regnet und schneit doch gar nicht. Bisher waren seine Siege immer bei solch widrigem Wetter. Und ich glaube, das ist einer seiner wenigen Weltmeistertitel, die er bei diesem herrlichen Sonnenschein erringen konnte. Aber erinnere dich, er hat im Interview nach dem 30er gesagt, also wenn ihr glaubt, dass ich nur bei Regen und Schnee gewinnen kann, ich warte nur darauf, dass die Sonne scheint, und dann werde ich euch das beweisen, dass ich es auch kann. Siehe da, er hat es getan. Was aber auch faszinierend ist, dass er sich dessen gar nicht bewusst ist, wie stark er ist, wenn er nach der Staffel sagt, ich bin müde, ich mag nicht mehr, und erst gestern entschied, okay. Aber das ist, du hast recht, das ist eine seiner Stärken. Er ist ein Typ, der auch aus dem Bauch heraus mal entscheidet, ne? Und Verpalu, der hat das nicht aus dem Bauch rausgelaufen, sondern eine märchenhafte Leistung, so wie die Kulisse hier ist am Dachstein, die er gebracht hat, und das Highlight natürlich in seiner Karriere. Ja. Das waren sie im Prinzip, die Weltmeisterschaften, die nordischen hier in der Ramsau.
Jetzt werden die Statistiker kommen und werden sagen, also wie sieht denn das mit der Medaillenaufrechnung aus? Das ist nicht unbedingt mein Bier. Fakt ist, dass die Norweger und Finnen jeweils 4 Goldmedaillen haben und dass die Deutschen 2 haben und dass die Österreicher jetzt 3 Bronzemedaillen haben, 2 Silbermedaillen und 1 Goldmedaille. Das heißt, die Norweger sind trotzdem die stärkste Nation, auch wenn es im Langlauf nicht so geklappt hat, wie man sich das vorstellen konnte, vor den Finnen und den Russen. Und damit, denke ich mal, werde ich mich nicht weiter mit dieser Medaillenstatistik beschäftigen, weil ich glaube, der Einzelwettkampf sollte immer im Vordergrund stehen und der ist derjenige, der die Fans und die Anhänger gefangen hat. Ja, und auch jetzt hier der Patrick Mechler mit der 56. Der Schweizer kommt, ist auf seinen letzten Kilometer, auf seinen letzten paar hundert Metern und kommt zum Ziel und hat sich hier durchgekämpft. Aber die Tatsache, dass er in den Zwischenzeiten nie auftauchte, spricht halt auch dafür, dass er nicht unter den ersten 15 zu vertreten ist. Wenn wir nun einen Blick vorauswerfen, im nächsten Jahr gibt es ja keine Weltmeisterschaften und keine Olympischen Spiele, ein sogenanntes Zwischenjahr. Gibt es das überhaupt, was die Einstellung der Athleten angeht? In dem Sinne gibt es kein Zwischenjahr. Man hat ja auch mal Björn Daly befragt, wie es denn wäre, ob man einmal ein Jahr pausieren sollte als aktiv. Und er sagt, ein Jahr weg von dieser ganzen Renngeschehen, dann ist es vorbei. Wenn man einmal dieses Kämpfen verliert, dann bekommt man es auch nicht mehr zurück. Ich glaube, auch hier ein Wladimir Smirnov wird diese Feststellung teilen können. Er hat Abschied genommen und versucht sich jetzt zwar noch bei einzelnen Wettkämpfen, hat aber, glaube ich, nicht mehr diesen großen Kampfgeist wie bis zu seinen richtigen aktiven Zeiten. Hat auch nicht mehr das Wettkampfgewicht, das er mal hatte. Das ist völlig normal, das ist logisch. Man hat das Trainingspensum reduziert. Auch ein Alexei Prokhorov ist durchgelaufen, auch das zeichnet ihn aus. Das ist das Hartholz, das Kernholz, aus dem die Besten gestrickt sind. Und irgendwie gehört es zur Standesehre dazu, wenn du nicht gerade krank bist oder kollabierst, dann lauf durch. Ja, ich glaube, das ist einfach die Philosophie der Langläufer, dass man nur ganz, ganz ungern aufgibt. Werfen wir einen weiteren Blick voraus, der auch dich betrifft. Der Wladimir Smirnov hat gesagt, das Programm wird angereichert werden, aber es wird nicht groß verändert werden, weil die klassische Technik ganz einfach zum Skilanglaufen dazugehört. Er sagt aber, er begrüßt es sehr, dass die Sprintwettbewerbe installiert werden, weil dies eben auch eine Sache ist, die einigen Skilangläufern auf den Leib geschnitten ist und die sollen auch mit ihrer speziellen Tugend einen speziellen Erfolg haben. Da sind wir halt bei dir. Du hast in diesem Jahr einen Weltcup im Sprint gewonnen und bist neben Jochen Behle, wenn man eben diese Statistik strapaziert, der beste deutsche Langläufer, denn wir haben insgesamt nur 2 Weltcupsiege erlaufen. Und für dich ergeben sich da sicherlich auch noch Möglichkeiten. Du bist in einem Alter, wo man ganz bestimmt noch Erfolge einfahren kann. Also, wie sieht es bei dir aus Richtung Sprint? Ja, wie gesagt, also meine Einstellung zum Langlauf ist natürlich klar. Also wie bei jedem Langläufer, man kann hier nicht einfach Abschied nehmen und vor allen Dingen nicht mit solchen Ergebnissen oder wenn man weiß, dass diese Sprints jetzt installiert werden und 2001 WM-Medaillen gibt dafür. Gott, wieder kippt bald ab vor Freude. Ich kann es nachvollziehen, ja bitte. Ja, das ist die erste WM-Medaille für ihn als Österreicher. Ich glaube, auf die hat er lange hingearbeitet. Im Einzellauf. Ja. So, aber die Frage war noch nicht beantwortet. Ja, wie gesagt, und jetzt, ich habe Mitte März noch mal Gespräch mit dem Deutschen Skiverband. Man wird hier sehen, was möglich ist, wie die Strukturen sich verändert haben oder verändern. Und dann werde ich meine Entscheidung fällen, wie ich es genau weitermache. Strukturen werden verändert, Eberhard Klessen und Luzenl, die beiden, ja, sagen wir, Disziplintrainer für den männlichen und weiblichen Bereich, die werden nicht diese Position weiter bekleiden. Georg Zipfel wird wieder installiert, sodass man einen Bundestrainer drüber hat. Und die beiden werden wahrscheinlich dann in Stützpunkten arbeiten. Also es muss etwas getan werden. Der deutsche Langlauf, auch wenn diese Bronzemedaille errungen wurde, muss reformiert werden.
von der Struktur. Ja, der Achim Baucher hat sich schon ganz gut gesagt in seinem Interview, dass er eben der Meinung ist, dass wir in Deutschland bessere Talente haben, aber nicht ganz so professionell in der Spitze arbeiten. Und da kann ich mich nur anschließen, dieser Meinung. Und dort muss was passieren. Weil ich meine, diese Erwachsenen- oder die Seniorenbereich, das ist das Aushängeschild. Und da hilft es uns nichts, wenn die Juniorenweltmeister en gros produzieren, aber diese Leistungen nicht in den Seniorenbereich transformieren. Erkenntnis ist der erste Schritt zur Besserung und wollen wir hoffen, dass dann diese Strukturveränderungen greifen. Denn was die Österreicher demonstriert haben, das ist theoretisch für die Deutschen auch möglich. Gar keine Frage. Sie haben sich zu einer nordischen Nation entwickelt, im wahrsten Sinne des Wortes. Es gibt keine Einzeldisziplin, wo sie keine Medaille gemacht haben. Auch in der Kombination am Ende noch durch Mario Stecher. Vielleicht sind die Springer ein bisschen unter den Erwartungen geblieben, aber das haben die Langläufer dann wirklich kompensiert. Und diese Erfolge werden sicher Reaktionen auslösen, da wird es einen gewissen Boom geben. So wie die deutschen Springer profitieren, der Nachwuchs profitiert von Martin Schmidt und Co. Aber so ist es im Langlauf eigentlich auch, dass man erstmal einen Erfolg setzen muss. Der ist da mit der Staffelmedaille und dann wird man sehen, wie sich das entwickelt. Man muss mit dem Nachwuchs ganz konzentriert arbeiten, ansonsten geht irgendwann gar nichts mehr. Schlundikow wieder 61, wir haben insgesamt 74 Starter. Ich würde es natürlich jetzt keinem Zuschauer übel nehmen, der sagt, okay, das war's, das muss ich mir jetzt nicht mehr antun, denn die Besten sind lange im Ziel. Man kann eine sportliche Grundhaltung haben, indem man sagt, okay, ich erweise diesen auch noch meine Referenz. Die Leute hier an der Strecke tun es ganz bestimmt, aber wir wissen natürlich, dass Luft ist lange, lange raus aus diesen 50 Kilometern. Schlundikow, der jetzt hier nicht ganz an die Leistungen eines Willisow anschließen kann. Also der Russe, der hier heute überrascht hat mit seinem siebten Platz. Genau, siebten Platz. Ja, auch für die Amerikaner hier, Patrick Weaver, ist es natürlich ein weiter Weg bis zur Weltspitze. Das Problem für die Amerikaner ist eben, dass sie einfach keinen Vergleich haben dort drüben in Amerika. Sie haben nur den Vergleich Amerika, Kanada und mit dem müssen sie zurechtkommen. Und sie kommen dann immer hier wieder, sie erzählen mir, sie kommen rüber über den Kontinent, machen die ersten Weltcuprennen und sie stellen verblüfft fest, sie sind genauso weit weg wie die Jahre vorher. Man arbeitet gut, aber die anderen arbeiten halt noch besser und dadurch schließt sich die Schere ganz einfach nicht. Mika Müllele hat nun bei den zweiten Weltmeisterschaften hintereinander die 50 Kilometer gewonnen. Das ist meines Wissens noch nicht geschehen. Sixten Jernberg hat 56 und 60 mal bei zwei Olympiaden hintereinander die 50 Kilometer gewonnen. Aber ansonsten haben die Sieger entweder eine Distanz dazwischen ausgelassen, einen 30er und einen 50er gewonnen bei zwei Weltmeisterschaften hintereinander. Aber so wie Mika Willele zweimal hintereinander die 50 Kilometer klassisch zu gewinnen, auch das ist ein Novum. Also hat dieser 50er doch einiges auch in der Statistik parat gehabt. Verpaloo, der erste, der eine Medaille gewinnt im Skilanglaufen und dann Mika Müllele, der zum zweiten Mal, der in Folge den Klassiker, die 50 Kilometer bei Weltmeisterschaften für sich entscheidet. Und hätten die 50 Kilometer klassisch bei den Olympischen Spielen auf dem Programm gestanden, hätte er es wahrscheinlich auch gewonnen. So war er über 30 Kilometer in Nagano erfolgreich. Und es bleibt dabei, spätestens mit diesem Rennen heute hat er sich in die Galerie der Größten hineingelaufen. Mika Müllele ist zwar der Sieger, aber hier wird uns natürlich nochmal Michael Botvinov in der Zeitlupe eingespielt. Auch verständlich. Seine Bronzemedaille wie ein Erlösungsschrei für ihn. Und da kommt der Silberne. Der
dessen Gesichtszüge während des gesamten Rennens nicht einmal entgleist sind, der irgendwo, wie soll ich das sagen, einen zufriedenen Ausdruck im Gesicht hatte, einen selbstbewussten Ausdruck. Irgendwo hat er von Beginn an gewusst, das ist mein Rennen. Er hatte so lange Paroli, dem Mika Müllerle Paroli bieten können, der Andrew Verpalu. Und das war natürlich das Interessante an dem Rennen. Es war immer nicht klar, wer kann heute das Rennen machen. Zwischenzeitlich war sogar kurz mal Verpalu bei 23,5 vor Mika Müllerle. Das Highlight. Und dass er sich umschaut, das hat mit Verpalu nichts zu tun. Also den Niklas Johnson, den hätte der Mika Müllerle auf den Mond schießen können. Das hat ihm dort überhaupt nicht gepasst, was sich hinter ihm abgespielt hat. Das ist auch fürchterlich, wenn dir laufend jemand in die Hacken tritt und du wirst ihn nicht los und spürst seinen heißen Atem hinter ihm. Das ist unangenehm. Der Schwede hat aus seiner Sicht das Beste gemacht. Und Szene, ja, Freude und Zusammenbruch, alles eins. Eine faire Geste, Mika Müllerle beglückwünscht Michael Botvinnov zur Bronzemedaille. Ja, Michael Botvinnov ist hier völlig zerstört. Völlig am Ende. Ich glaube, sie sind alle völlig am Ende. Und dann gab es auch noch eine Geste, da ist Mika Müllerle zu Arne Stadlober gegangen und hat ihm also nochmal seine ganz spezielle Anerkennung ausgesprochen zu seiner Riesenleistung bei dieser Weltmeisterschaft. Der Nachteil, dass die rote Gruppe in der Mitte ausgelost worden ist. Deshalb jetzt Standbilder fassen. Und das dauert mit Sicherheit noch eine ganze Weile. Philipp Beuth ist zwar nicht im Rennen, der Kenianer, der ist ja nur die 10 Kilometer klassisch gelaufen, also der wäre wahrscheinlich über 50 Kilometer morgen erst angekommen. Aber es sind trotzdem einige mit der 62 und das ist noch lange nicht der letzte, liebe Zuschauer. Wir haben 74 Starter, mit der 62 ist es Wladimir Bortsov aus Kasachstan, ein Landsmann von Wladimir Smirnov. Für mich war neben der sportlichen Darbietung von Müllerle und Verpalu, für mich war es ein verbales Highlight, Wladimir Smirnov hier in der Kommentarbox, also in der Kabine, begrüßen zu können. Und diese 45 Minuten mit ihm, die waren wirklich ein Erlebnis, was er so erzählen konnte, wie er aus der Schule geplaudert hatte. Da konnte man noch ein wenig mehr, abgesehen von dem, was du sowieso auch den Zuschauern nachbringst, noch ein wenig mehr nachempfinden, wie es in den Köpfen dieser Leute eigentlich zugeht. Mit der Nummer 63 müssten wir jetzt eigentlich dann bald mal Wilhelm Aschwanden sehen, wenn er durchgelaufen ist, der ja auch nicht diese Form der Anfangs des Jahres hatte. So, jetzt will ich noch mal gucken. 13, Andreas Schlüter hatten wir als 23. So, wie geht's jetzt weiter? Prokhorov, weit, Mechler, Hasler, Schlundikow, Ole Raul, Nesch, Marent, 38. 40. 40. ist Thorald Rhein. Könnte man sagen, da war er auch schon schlechter und hat einen Rückstand von über einer Viertelstunde. Über eine Viertelstunde. 51 sind im Ziel. Es werden erwartet die Startnummern 55, 62 und 60. Und ja, ausgestiegen, das weiß ich jetzt nicht, wie viele ausgestiegen sind. Auf jeden Fall haben wir Silvio Fauner gesehen, der nicht das Rennen zu Ende gebracht hat. Und über den Daumen gepeilt müssten es von den 74 etwa 10 sein, die aus dem Rennen gegangen sind. Und man überbrückt immer noch die Zeit bis zur Siegerehrung. Und neue Bilder gibt es eh nicht mit Andrus Verpalu. Es gehört natürlich, Peter, auch viel Mut dazu, ein Rennen so zu laufen. Das auf alle Fälle, weil mit dem Alter eines Andrew Verpalu, der jetzt auch 28 ist, ist er sicher in seiner Karriere schon mehrere 50 Kilometer gelaufen und weiß, wie hart es sein wird, wenn man hier zu schnell angeht. Ja,
hier sieht man jetzt ganz deutlich, der Mika Müllerle beschimpft seinen hinter ihm herlaufenden Niklas Jonsson, tritt mir doch nicht ständig auf die Ski. Wahrscheinlich nicht so ausführlich, er wird den nur kurz angeschrien haben. Es kostet ja zu viel Kraft, sich auf einen Disput einzulassen. Die Luft hat er gar nicht. Das ist anschließend sicher dann alles wieder vergessen, weil Mika Müllerle ist ja Weltmeister geworden. Aber ich bin ziemlich sicher, dass ihm das an den Hirn gegangen ist, dass der dann noch die Frechheit besitzt, an ihm vorbeizugehen. Das hat ihm gar nicht gefallen. Das hätte dir auch nicht gefallen. Ja, es ist so ein bisschen eine unsportliche Geste. Wir sehen jetzt mit der Nummer 71 an Peter Moisi, den Neuseeländer, der sich hier noch bis zum Ziel durchkämpfen wird. Triathlet. So, also jetzt kommt der Hinweis, entweder ist das noch eine Zeitüberbrückung oder wir gehen dann hier tatsächlich raus. Über eine halbe Stunde hat der Moisi verloren. Also es dauert noch. Es ist so, weil die Leistungsunterschiede halt so gewaltig sind. Knutzen aus Dänemark 24 Minuten hinter oder langsamer als der Beste. Aber was ist das schon, wenn dann man andere Dimensionen anlegt? Was sind 24 Minuten für einen, der vielleicht ja, den Leistungssport nicht mit letzter Konsequenz betreibt und der bekommt nur 24 Minuten für einen Mikrofon? So kann man es ja auch mal sehen. Man muss den Hut ziehen, jeder, der hier durchläuft, und es sind heute schwierige Bedingungen. Durch diese starke Sonneneinstrahlung wurde es einfach sehr warm und langsam. Jetzt werden wir wahrscheinlich noch einmal die Resultatsübersicht eingeblendet bekommen, währenddessen immer noch Läufer ins Ziel kommen. Und dann können Sie die Platzierung des Läufers entnehmen, für die Sie sich vielleicht interessieren. So, also, dreifacher Weltmeister, noch einmal sei es gesagt, Mika Müllerle aus Finnland. Überraschender Zweiter, Andrus Virpalu, nicht für Wladimir Smirnov, der hatte ihn von Beginn auf der Rechnung. Und dann die Platzierungen. Einige werden sehr zufrieden sein damit, einige weniger. Achim Walcher ganz bestimmt. Harry Kirvesniemi, Jari Isometsi, es ist eigentlich alles gesagt. Wir dürfen uns bei den Zuschauern bedanken für ihre Aufmerksamkeit. Wir, das sind Peter Schlickenrieder und Dirk Thiele. Und wir sagen auf ein neues, die Saison ist ja weiß Gott noch nicht zu Ende. Es geht weiter mit den Weltcup-Wettbewerben in allen nordischen Disziplinen. Danke Peter und wir sagen zusammen Tschüss und auf Wiedersehen.